Leute, der Winter steht vor der Tür und der Korte brauchte nicht nur neue Outfits, sondern es muss natürlich auch mal wieder ein Winteroutfit-Video her. Von daher stelle ich euch heute 4 coole Winteroutfits vor. Zu jedem Outfit habe ich euch die passenden Produktlinks unten in die Infobox reingepackt, sofern die Produkte noch verfügbar waren. Falls nicht, habe ich euch identische Produkte da reingepackt. Also falls ihr Interesse habt, die Produkte mal nachzushoppen bzw. die Outfits nachzushoppen, schaut mal unten in die Infobox rein. Starten wir mit dem ersten Outfit. Bei dem ersten Outfit trage ich Schuhe, die ein bisschen schwer zu beschreiben sind, denn das sind irgendwie so schon Heavy Boots, aber auch gleichzeitig Schnürstiefel und auch gleichzeitig Wildlederstiefel in der Farbe Creme. Finde ich persönlich aber richtig cool und auch eine super Alternative zum Beispiel zu einem Timberland. Und gerade, dass die Sohle so etwas dicker ist, ist im Winter natürlich optimal, dass man einfach auch ein bisschen geschützter ist. Da drauf trage ich eine dunkelblaue Blue Jeans und ich bin richtig happy, dass ich die gefunden habe von Topman, denn mir fehlte noch so eine richtig tiefblaue Blue Jeans im Kleiderschrank und ich bin richtig happy, denn die sitzt echt optimal. Da drauf trage ich einen Turtleneck von ASOS Design aus Lammwolle. Fühlt sich sehr, sehr schön an. Auf der Haut ein bisschen schwierig, weil es ein bisschen kratzig ist, aber darunter einfach ein T-Shirt anziehen, dann passt das Ganze. Und so ein Turtleneck aus Lammwolle ist auch echt super, gerade für den Winter, wenn es dann ein bisschen kälter wird, hält er echt richtig gut warm. Da drauf von ASOS Design einen Mantel mit einem Karo-Muster, oversized geschnitten, finde ich einfach, bringt nochmal so ein bisschen Coolness in diesen kompletten Look rein und all in all finde ich den Look wirklich sehr, sehr gelungen. Und by the way, Leute, packt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare rein, welcher Look euch heute am besten gefallen hat. Ich bin sehr gespannt und jetzt machen wir weiter mit Look Nummer 2. Ja, Leute, beim nächsten Outfit trage ich tatsächlich weiße Nike Air Force One. Das ist natürlich nicht für jeden Wintertag geeignet, sondern eher für die sonnigen Wintertage. Dazu trage ich weiße Nike Socken, passend natürlich, weil man hier die Socken auch noch ein Stück weit sieht. Und darauf trage ich eine Hose, die eher so ein Misch aus Chino und Crop Trouser ist, also vom Schnitt her und auch vom Fit. Die hat aber einen schönen dicken Stoff, was gerade für den Winter gut ist und hat oben am Bund so einen elastischen Bund, damit man das dementsprechend auch noch auf seine Bedürfnisse anpassen kann. Machen wir weiter oben rum und obenrum habe ich beide Oberteile auch von ASOS Design. Zum einen den Strickpulli, der aus ein bisschen gröberen Strick ist und auch oversized geschnitten ist in der Farbe Mintgrün. Und da drauf trage ich eine Pufferjacket, ebenfalls von ASOS Design und ebenfalls auch in der Farbe Mintgrün. Von der Farbe her finde ich das richtig cool, weil es einfach mal was anderes ist und bringt einfach mal so eine Frische rein, auch im Winter. Und die Steppung von der Pufferjacket ist ein bisschen anders als gewöhnlich. Die geht einfach so ein bisschen diagonal. Das bringt einfach so ein bisschen Dynamik, finde ich, ins Outfit rein und lässt das Outfit all in all einfach ein bisschen sportlicher wirken. Outfit Nummer 3. Hier trage ich beige Desert Boots. Finde ich ein cooler Schuh. Ich hatte den vor einigen Jahren schon mal. Ist ein sportlicher Schuh, der aber auch so einen Hauch Eleganz hat. Dazu passende Socken in der passenden Farbe und eine ganz schlichte weiße Basic Jeans mit einem Karottenschnitt. Und darauf trage ich einen Turtleneck, einen etwas dickeren Turtleneck, der auch einen etwas höher geschnittenen Kragen hat mit einem Muster. Und wenn man sich das Outfit von Kopf bis Fuß nochmal anschaut, da sieht man, habe ich die Farben einfach aus den Schuhen nochmal wiedergespiegelt oben in dem Turtleneck. Von daher rundet das ganze Outfit nochmal ab. Zusätzlich dazu habe ich nochmal eine Jacke mit dazu bestellt, die ich aber in Kombination jetzt hier nicht ganz so cool fand, weil die hatte so ein Steppmuster und beide Muster vom Turtleneck und von der Jacke zusammen fand ich in Kombination nicht mehr so schön. Von daher finde ich dieses Outfit einfach schöner, wenn man darauf jetzt einfach ein schlichtes Oberteil noch ziehen würde, wie zum Beispiel einen schlichten Mantel, aber kein Oberteil mehr, keine Jacke mehr, die irgendwie noch ein Muster hat. Machen wir weiter mit dem Look, der in keinem Outfit-Video fehlen darf, und zwar der All Black Everything Look. Leute, hier ist zwar nicht alles black, aber fast. Starten wir erstmal unten bei den Boots. Und zwar trage ich hier Doc Martens. Sind für den Winter perfekt. Unkaputtbar diese Schuhe. Einfach ein bisschen heavier. Und gerade auch, wenn es draußen eklig wird, ein perfekter Boot, den man im Kleiderschrank haben kann. Da drauf eine ganz normale schwarze Basic Jeans. Und darauf als Oberteil dann einen schwarzen Basic Feinstrickpullover. Und als das Highlight dieses Outfits ist eigentlich die Jacke. Ist auch das teuerste Stück hier. Und zwar eine Winterjacke von Krakatau. Und um das Outfit jetzt nochmal so ein bisschen zu pimpen, ja, also eigentlich ist das Outfit mit der Jacke schon ordentlich gepimpt, aber um das Outfit noch so ein bisschen anders aussehen zu lassen, hier drauf noch eine Beanie. Ich bin nicht so der Beanie-Typ, aber zu dem Outfit hat das irgendwie voll gut gepasst. Von daher einfach nochmal eine Beanie in Bordeaux oben drauf. So Leute, und jetzt nochmal alle Outfits im Überblick. Jetzt könnt ihr abstimmen, welches Outfit hat euch dieses Mal am besten gefallen. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einfach ein bisschen Inspiration geben. Ich habe von den Farben her mal ein bisschen was Helleres gewählt, um euch einfach mal auch zu zeigen, dass man im Winter auch ja, hellere Farben tragen kann und nicht unbedingt nur dieses grau-schwarze, dunkle sein muss. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Winter mit richtig schönen Outfits. Haut rein und denkt dran, die Produktlinks zu den Outfits findet ihr unten in der Infobox.